Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu unserer Wohnzimmer-Kita, hier wieder aus der Küche in der Goethestraße. Ich bin der René und ich möchte euch heute einmal zeigen, ja, was ganz Einfaches, was zu euren Nudeln passt, nämlich eine ganz, ganz einfache und leckere Tomatensauce, die ihr selber kochen könnt. So, dafür brauchen wir eigentlich auch gar nicht viel, sondern eigentlich nur ein paar Sachen, die ihr sowieso zu Hause habt. Im Regelfall eine frische Möhre. Ich habe jetzt hier zwei kleine, weil eine große hatte ich nicht. Deswegen habe ich jetzt eine kleine genommen. Dafür brauchen wir auch eine Zwiebel, etwas Tomatenmark. Wir brauchen ja eine Prise Zucker, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und Dosentomaten. Ich habe die jetzt schon mal hier in der Schüssel reingemacht, weil die sehen ja auch immer unterschiedlich aus, je nachdem, was ihr kauft. Aber eine Dose reicht eigentlich in der Regel. Und wir fangen jetzt auch einfach schon mal an. Und zwar als allererstes mit den Zwiebeln und dem Möhrchen. Wie man Möhrchen schält, da können euch eure Eltern oder Erwachsenen natürlich dazu gerne helfen. Ihr nehmt einfach ein Messerchen und die Möhre sozusagen, schneidet das Ende kurz einmal ab. Das andere Ende könnt ihr eigentlich immer dran lassen, denn das geht beim Schälen sowieso nachher ja, mit ab sozusagen. So, dann nimmt man sich den richtigen Sparschäler. Ich bin ja Linkshänder. Muss man immer gucken, dass man den richtigen hat. Jetzt schälen wir einfach mal die Möhre. So, wie gesagt, beim Schälen, da können euch eure Eltern natürlich ganz gerne bei helfen. Ist auch gar nicht so schwer. Und das Schöne ist bei der Möhre, ihr müsst sie jetzt auch gar nicht irgendwie, wenn ihr jetzt ja, akkurat in Würfelchen schneiden, das ist das Schöne bei unserer Tomatensauce. Ich nenne sie ja gerne liebevoll Kindertomatensauce. Weil ihr könnt sie einfach so schneiden, wie euch lieb ist. Die kommt sowieso gleich im Topf mit rein und wird dann sozusagen ja, mit angeschwitzt und mit gekocht. So, jetzt schneiden wir die auch nochmal einfach in grobe Würfel. Legen uns die schon mal beiseite. Und nehmen uns als nächstes die Zwiebel. Ich habe jetzt in der Rezeptur reingeschrieben, eine kleine Zwiebel. Sowas gibt es bei unserem Gemüsestand nicht. Kleine Zwiebeln. Ihr kriegt aber bestimmt eine kleine Zwiebel. Oder ihr habt bestimmt kleine Zwiebeln zu Hause. Das sind meistens die kleinen im großen Netz immer. Ich werde jetzt einfach mal eine halbe Zwiebel nehmen. Und diese dann ja, als nächstes gleich anschwitzen. Dafür habe ich schon einen Topf vorbereitet. Das Schöne an dieser Tomatensauce ist übrigens, ihr könnt da jetzt die ganze Zeit reinmachen, was ihr möchtet. Wenn ihr Paprika habt, macht sie mit rein. Wenn ihr noch Wurst zu Hause habt, die ihr gerne mögt, könnt ihr sie auch einfach mit reinmachen. Einfach ein bisschen mit anbraten. Lecker, lecker. So. Und jetzt nehmen wir einfach uns auch diese Zwiebel und schneiden die einfach mal auch in grobe Würfel. Wie gesagt, da brauchen wir nicht drauf aufpassen, ob sie jetzt in kleine Würfel oder in große Würfel ist oder in Streifen. Das ist egal. Wir machen sie einfach in grobe Würfel. So. Wenn ihr das habt. So, wenn wir jetzt das Gemüse, also unsere Möhrchen und unsere Zwiebeln sozusagen jetzt fertig haben. Ich habe hier einen Topf schon vorbereitet, den habe ich schon heiß gemacht. Und jetzt wollen wir die mal einmal anschwitzen. Dafür geben wir etwas Öl in unseren Topf. Und als allererstes machen wir die Möhrchen, weil die Möhren brauchen nämlich etwas länger. Die nehmen wir uns jetzt. So. Und jetzt könnt ihr die richtig schön einmal anschwitzen. So, wenn die Möhrchen etwas angeschwitzt sind, dann geben wir die Zwiebeln dazu. Wichtig ist, dass man die Zwiebeln immer erst zum Schluss macht sozusagen. Also wenn man alles andere an Gemüse oder an Fleisch, was man wie gesagt gerne drin haben möchte. Die Soße eignet sich übrigens auch sehr gut für Bolognese. Dann ist es ganz wichtig, dass man Zwiebeln immer zum Schluss reinmacht, weil die verbrennen am schnellsten. Weil auch Zwiebeln haben Zucker, sozusagen ja, Frucht- oder Gemüsezucker in sich. Und da ist es halt so, dass der Zucker ganz, ganz schnell ja, austritt und dann in der heißen Pfanne oder eben im heißen Topf verbrennt. Das sieht man hier zum Beispiel, was ich gerade mit dem Zucker erzählt habe, sieht man hier bei den Möhren sehr, sehr gut. Aber bei den Möhren ist es auch gewollt, dass man die etwas anröstet, weil die geben ja, unsere Süße eigentlich mit dazu bei der Tomatensauce. Und dann schmeckt sie halt richtig fruchtig. Eine ganz leichte Süße, weil das Tomatenmark und die geschälten Tomaten sind sehr, sehr sauer. So, und deswegen geben wir halt, brauchen wir etwas Süße, damit wir einfach da sozusagen eine ja, ausgewogene Gleichheit ein bisschen haben und es natürlich nachher lecker schmeckt. So, wenn wir das jetzt haben, dann können wir auch schon das Tomatenmark nehmen und das Tomatenmark mit dazu
geben im Topf. Und das rühren wir jetzt einmal ein bisschen mit an. Und auch das schwitzen wir etwas mit an. Wie gesagt, da können euch eure Eltern natürlich immer mal bei helfen. Weil wenn man das Tomatenmark jetzt im Topf etwas mit anschwitzt, dann ergibt das etwas Röstaromen. Das sieht man hier unten. Diese Röstaromen sind sehr, sehr wichtig, weil das ergibt den guten Geschmack der Tomatensauce nachher. Und dann ist das Schöne an der ganzen Sache, ihr müsst dann nicht mehr auf künstliche Sachen zurückgreifen, um etwas abzuschmecken, sondern könnt einfach nur mit Salz und Pfeffer abschmecken. So, das sieht auch schon gut aus. Und jetzt geben wir sozusagen unsere geschälten Tomaten dazu. Einfach damit rein. Und jetzt lassen wir das Ganze hier richtig schön ein bisschen einkochen. Ungefähr 5 bis 6 Minuten. Das reicht ja meistens schon, dann sind die geschälten Tomaten auch weich. Das wollen wir ja haben. So, wie man sieht, hat das Ganze jetzt aufgekocht. Es blubbert, es kocht. Hat jetzt ungefähr 5 bis 6 Minuten jetzt sozusagen durchgekocht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir das Ganze etwas Bindung geben. Denn, wenn man jetzt sieht, die Tomatensauce ist etwas flüssig. Und das wollen wir nicht. Man könnte sie natürlich jetzt auch noch knapp eine Stunde weiter einkochen lassen, dann würde sie es reduzieren. Aber dann habt ihr natürlich nachher die Menge nicht. Und was ihr nachher wollt, nachher ist sie so lecker und ihr wollt noch mehr, dann müsst ihr wieder neu anfangen. Nein. Deswegen nehmen wir uns einfach eine Schüssel mit etwas Maisstärke. Also ich kaufe Maisstärke, man kann aber auch normale Kartoffelstärke nehmen. So, und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Rezeptur. Man nimmt einfach einen Esslöffel von der Maisstärke und dann, ich gehe jetzt mal hier zum Wasserhahn, nimmt man sich einfach etwas kaltes Wasser dazu. Und da mache ich dann immer, wenn ich einen Esslöffel Maisstärke genommen habe, nehme ich ungefähr 2 Esslöffel Wasser. So. Und wenn man das hat, dann kann man das jetzt hier verrühren. Das Schöne an Maisstärke oder allgemein an Speisestärke ist ja, es entstehen keine Klumpen. Richtig gut. So, wenn ihr das verrührt habt, ist jetzt ganz wichtig, dass ihr den Topf auf jeden Fall einmal vom Herd nehmt. Und dann müsstet ihr gleichzeitig rühren. Das ist auch immer ganz wichtig. Einen Schneebesen müsst ihr dafür gar nicht nehmen. Das ist nicht so, kann man nehmen, muss man nicht. Ich arbeite gerne mit so einem Kochlöffel. Dann kann man jetzt die Maisstärke hier reinmachen, einmal umrühren. Und jetzt seht ihr hier auch schon, wie jetzt die Soße sich langsam andickt. Oh ja, und das war auch genau die richtige Menge. Perfekt. So, jetzt, wie gesagt, habe ich den Herd etwas kleiner gestellt. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal ganz kurz einen kleinen Moment ein bisschen blubbern. So, sieht super aus, perfekt. Jetzt hole ich einen Pürierstab. Und würde den jetzt einfach mal hier in meine Steckdose einstecken. Und nun, zum Abschluss, pürieren wir die Soße. So, ganz zum Schluss jetzt wollen wir das noch ein bisschen abschmecken. Wie gesagt, da muss man gar nicht mehr viel machen, weil die Tomatensauce so schon mit dem Möhren, mit den Zwiebeln schon so viel Grundgeschmack und Aromen hat, dass man gar nicht mehr viel machen muss. Deswegen nehmen wir uns jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer. Und wirklich, da könnt ihr auch, schaut mal, wie ihr das am besten auch eure Eltern können euch dabei helfen. Schaut mal, wie viel ihr da ungefähr reinmachen wollt. Ich mache das jetzt einfach mal auf Kinderniveau, gerade weil es ja auch für euch ist. Und ganz zum Schluss gebe ich noch, weil wie gesagt, die Tomaten haben sehr viel Säure, gerade das Tomatenmark, gebe ich noch eine kleine Prise Zucker hinzu. So, und dann so, und nun können wir auch schon unsere fertige Tomatensauce sozusagen anrichten. Das Schöne an der Tomatensauce ist, ihr könnt da jetzt natürlich noch Kräuter reinmachen, Basilikum, Schnittlauch, alles, was ihr zu Hause habt, Petersilie, müsst ihr aber nicht. Also ich mag sie so auch. Wenn ich mal zu Hause ganz schnell eine Tomatensauce machen möchte, ist das eigentlich die perfekte Rezeptur. Und ich habe jetzt hier schon mal ein paar Nudeln vorbereitet. Ein paar warme, heiße Nudeln.
die ihr euch dann sozusagen ja, vorab kochen könnt oder dazu kochen könnt. Da können euch dann eure Eltern, wie gesagt, immer dabei helfen. Und wir wollen das einfach jetzt mal veranschaulichen hier, wie das Ganze denn aussieht auf den Nudeln. Und ich würde sagen, da freut sich vor allem der Kameramann gerade. Der möchte nämlich gleich lecker Nudeln mit Tomatensauce essen. So, das Ganze wird noch ein bisschen ausdekoriert. Gerade für eure Familie sieht das auf dem Tisch immer schön aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen vor allem. Diese leckere Tomatensauce, wie gesagt, geht ganz, ganz schnell, ganz einfach. Und ist, ja, das sind eigentlich grundsätzlich Sachen, die man immer zu Hause hat. Macht es nach. Viel Spaß noch bei der Wohnzimmerkita. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.